Was meint ihr? Heilt die Zeit alle Wunden? Diese Frage habe ich auch mal einem meiner spannenden, klugen Livebank-Gäste hier auf dem Kanal gestellt. Und dann kam sofort die Antwort, ich glaube, sie erinnert uns eher genau daran, was wir verloren oder eben auch gewonnen haben. Und dann kam aber sofort noch ein Zusatz. Es ist aber extrem wichtig, dass wir auch diese schmerzhaften Erfahrungen dafür verwenden, daraus wieder einen neuen Schatz für unser Leben zu machen. Und genau darum soll es hier gehen, heute in der ersten Folge von meinen Power-Tipps als extra Glücksbringer für deinen Alltag zwischendurch. Du weißt, hier auf dem Community-Tab auf meinem Kanal kannst du regelmäßig mit abstimmen, welche Impulse, in dem Fall hier in so einem Special, kurz und knapp, möchtest du zu einem bestimmten Thema fürs Berufliche, fürs Private. Die aktuelle Abstimmung, die war spannend. Also die war ziemlich eng. Insofern wird es demnächst auch noch die nächsten Themen geben, die euch interessiert haben. Nämlich zum Beispiel, wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit ohne Lampenfieber und so, dass ich mich damit richtig wohlfühle. Aber heute eben erstmal in dieser Folge Schmerzhaftes endlich loslassen. Ein ganz wichtiges Thema für viele von euch. Ich werde dann nachher auch gleich noch verraten, auch wichtig, hatte ich versprochen. Wer hat dieses Buch, dieses Exemplar von einer meiner letzten Talkgäste gewonnen? Cornelia Fichtel, Food Feelings, wie Emotionen bestimmen, was wir essen. Ganz tolle Expertin. Ach, da wird es demnächst noch einige schöne Folgen hier auf meinem Kanal geben. Also Gewinner sage ich gleich. Aber jetzt erstmal zu diesem Thema, was ihr euch gewünscht habt. Es werden immer Tipps sein in dieser Reihe, ganz wichtig, die praktisch sind, die selbst erprobt sind, entweder von meinen Gesprächsgästen oder auch von mir oder aus meiner Arbeit kommen als ehrenamtliche Seelsorgerin oder aus meiner täglichen Arbeit in den Medien. Also da könnt ihr euch zumindest auf echte Erfahrungen verlassen. Und bevor wir gleich dazu kommen, warum es uns Menschen so schwer fällt, Schmerzhaftes loszulassen, warum wir so lange an Dingen hängen und uns nicht lösen können, welche Folgen das schlimmstenfalls haben kann, wenn wir das nicht tun und vor allem ganz wichtig, wie bekommen wir das endlich hin, möchte ich euch noch erklären, warum ich hier diese Vase heute mal mitgebracht habe und aufgestellt. Die steht tatsächlich bei mir jetzt als Mahnmal in einer Ecke bei mir in der Wohnung. Habe ich mal bekommen, das sind lauter kleine Perlen und diese Vase ist ja 2/3 ungefähr gefüllt und das hat folgende Bewandtnis. Wir haben nämlich alle, wenn wir mal ausgehen von einer guten Lebenszeit von 85 bis 87 Jahren, die uns vergönnt ist, haben wir zwischen 30.000 bis 35.000 Tage, die wir verwenden können. Glücklich oder weniger glücklich. Und ich habe die Vase jetzt so weit gefüllt, dass es schon mal so ein bisschen über die Hälfte drüber weg ist. Also für alle, die jetzt so Ü40 und auf die 50 zugehen, ist das so ungefähr die Füllung. Da haben wir dann ungefähr noch so viel, was noch reinpasst. Das ist sehr spannend, wenn man das täglich sieht, wie viele Perlen man schon verbraucht hat, wie viel man noch vor sich hat. Und dann denkt man nochmal anders nach, wie man vielleicht durch den Tag stiefeln möchte. Und warum Perlen und warum Muschel und warum habe ich auch mein Buch zur Reihe, das Muschelprinzip, genannt, wo ihr dann im Übrigen auch alle Impulse nochmal nachlesen könnt. Ganz einfach, die Perlmuschel, die hat einen ganz tollen Trick bei Krisen im Leben. Die wird auch verletzt von außen durch ein Sandkorn, dann könnte die eigentlich sterben, aber sie wehrt sich nicht dagegen und leidet ewig und 3 Tage. Sie hat eine ganz tolle Strategie. Sie nimmt diese Störung an, dieses Sandkorn, ummantelt es mit eigenen Sekreten, bringt dafür auch ganz viel Geduld auf. Wichtiger Punkt, was den meisten von uns fehlt. Also ich hebe auch mal die Hand. Und daraus macht sie dann einen neuen Schatz, nämlich die tolle Perle, die dann irgendwann entsteht. Und genauso sollte es für uns auch funktionieren im Leben, wenn wir Dinge erlebt haben. Und das haben wir alle, das hast du auch. Ich habe das erlebt. Also Dinge, die uns echt umtreiben, wo was richtig schief gelaufen ist, im Job, mit Zielen, die wir nicht erreicht haben, gesundheitlich, vielleicht auch das Äußere, was sich verändert hat oder eben die richtig haarsträubenden Sachen. Eine schwere Trennung in Menschen, die wir verloren haben, mehrere liebe Menschen vielleicht auf einmal. Dinge, die eben so schmerzhaft sind, an denen wir lange knabbern. Und du könntest vielleicht, musst du nicht jetzt machen, kannst du auch nach dieser Folge hier, nach dieser guten Viertelstunde machen, einfach mal für dich ein Stück Papier nehmen und mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, nämlich mal in der Werteskala von 0 bis 10 mal hinschreiben, ein Kreuz 0 bis 10, wie glücklich bist du im Moment? Schon mal spannend. Darunter vielleicht, wenn du dein Kreuz gesetzt hast, ich hoffe, es liegt ziemlich weit bei 10 im Moment,
darunter mal schreiben, was macht dich denn glücklich? Was sind denn deine Kraftquellen im Moment, die Oasen, wo du dich richtig wohlfühlst? Fallen dir vielleicht ein paar Stichworte ein? Liebe Menschen, eine bestimmte Tätigkeit, vielleicht auch im besten Falle der Job, an dem du Freude hast. Und dann darunter vielleicht auch mal die Prozentzahl für diese wunderbaren Dinge, die dich glücklich machen und zu den Positiven in deinem Leben zählen. Wie viel Zeit hast du denn da jetzt täglich dafür? Kannst du mal kurz analysieren? Kannst es auch ganz einfach machen, indem du auf so ein leeres Stück Papier auch einfach mal deine ganze Lebenskurve schreibst. Da kannst du dir wirklich jetzt schon mal so ein bisschen deinen jetzigen Lebensabschnitt angucken, wirklich vom, was weiß ich, dritten Lebensjahr bis heute. Und da mal so eine Glückskurve einzeichnen, ja? Wann, in welchem Jahr, mit welchem Ereignis, Kind bekommen oder geheiratet oder einen tollen Job ergattert? Wo war denn die Glückskurve besonders hoch ausgeschlagen? Wo besonders tief? Was war das für ein Ereignis? Habe ich dieses Ereignis schon verstoffwechselt? Habe ich das wirklich schon verarbeitet oder knabbere ich da heute immer noch dran rum? Ja, und der Punkt ist, warum können wir so schwer loslassen? Hat zu tun mit einfach drei starken, vielleicht den stärksten, den primären, ursprünglichsten Emotionen, die wir Menschen überhaupt aufbringen, nämlich Liebe, Wut und Angst. Im Übrigen auch da der Tipp, wenn du zu den einzelnen Punkten Liebe, Wut, Angst, wie du da rauskommst von erfahrenen Menschen, die das geschafft haben, Experten und Prominenten etwas wissen möchtest, die ich hier auf meinem Kanal interviewt habe, kannst du jederzeit quasi nachklicken, nachschlagen. Also beim Thema Liebe kann ich dir empfehlen, Mr. Liebescoach Christian Hemschemeyer, den habe ich hier zum Thema interviewt, wie man auch aus schmerzhaften Beziehungen herauskommt, Folge 25 oder in Folge 65, Dietrich Grönemeyer, der auch privat ganz offen erzählt hat, der bekannte Mediziner, vom Verlust seines Bruders. Beim Stichwort Wut habe ich eine fantastische Frau treffen dürfen hier auf dem Kanal, Vanessa Münstermann, die einen Säureangriff überlebt hat von ihrem Ex-Freund. Hut ab jedes Mal, wenn ich an sie denke, hier in Folge 7. Oder auch Florian Sitzmann, der halbe Mann, hier interviewt in Folge 27. Er nennt sich so, weil er nach einem Motorradunfall beide Beine verloren hat. Purple Schulz hier gleich in Folge 1 in unserer Premiere, der ganz offen über seinen finanziellen Verlust sprach, all seine Einnahmen aus den erfolgreichen 80ern als Musiker, die plötzlich weg waren über Nacht. Oder auch das wichtige und schwere Thema Angst, eine Folge mit Gerald Hüther, die ich euch empfehlen kann, hier Folge 71 mit Impulsen, wie ich da Angst überwinden kann und wieder in die Liebe komme in meinem Leben. Oder auch natürlich Heinz-Rudolf Kunze in Folge 9, der ganz offen und intim über seine Panikattacken auch teilweise direkt auf der Bühne gesprochen hat. Sehr, sehr spannend. Also da könnt ihr euch noch ein paar weitere Details einfach holen. Die drei stärksten Emotionen, Liebe, Wut, Angst, die es uns schwer machen, Schmerzhaftes loszulassen. Und wie können wir das dann packen? Schmerz zu verwandeln. Da gibt es 4 Stufen, in denen uns das gelingen kann. Und da möchte ich dir gerne gleich an Stufe 1 auch ein paar persönliche Empfehlungen geben, die mir sehr stark geholfen haben, auch mit Inspiration meiner Gäste oder aus meiner Seelsorgearbeit. Und zwar ist das vielleicht sogar die schwierigste Stufe Nummer 1, nämlich die Akzeptanz. Die Akzeptanz eines schweren Vorfalls, sei es nun, dass wir selbst verschuldet die Sache auf den Weg gebracht haben, dass uns etwas von außen passiert ist, dass wir jemanden verloren haben. Diese Trauer zuzulassen ist unglaublich schwer. Und vielleicht wirklich der Prozess, wo wir am stärksten glauben, das schaffe ich nie. Und es dauert manchmal so lange, dass wir nicht mehr daran denken, dass es nochmal Licht am Horizont geben wird. Gibt es aber, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Manchmal dauert es aber sehr, sehr lange. Nur eben dieser erste Schritt, die Sache, man sagt, wenn man nicht loslassen kann, nimm an, ja, also die Sache wirklich zu integrieren in sein Leben, die ist von solcher Bedeutung. Und wir müssen uns klar machen, es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, dass wir da irgendwie drüber wegkommen wollen, sondern es ist die lebensrettende Einsicht, dass das, was da passiert ist, selbst verschuldet oder von außen, einfach tatsächlich jetzt Teil unseres Lebens ist. Das können wir nicht weggrübeln, nicht wegdiskutieren, nicht wegträumen. Das ist Teil unseres Lebens, Teil unserer Biografie. Und das wirklich hier reinzubekommen, das ist der erste entscheidende Schritt. Wie kann das gelingen? Ein paar Tipps von mir. In einem akuten Fall, nehmen wir mal den klassischen Fall Liebeskummer, Kontaktsperre.
In der akuten Phase hilft sehr vielen Menschen, eine Kontaktsperre vorzunehmen, nicht mehr an diesen Ort zu fahren, Social Media mäßig nicht mehr auf dieses Profil zu gehen, es wegzuklicken, es zu löschen, sich wirklich Abstand zu verschaffen, aus den Augen, aus dem Sinn, im wahrsten Sinne. Und das dient nicht nur dazu, dass wir eine Verschnaufpause bekommen, sondern, ganz wichtig psychologisch, es funktioniert so, dass wenn wir das dann nochmal für uns so entscheiden, ich mache jetzt eine Kontaktsperre, selbst wenn der andere uns verlassen hat oder gesperrt hat oder uns ja auch gar nicht sehen will, man selbst entscheidet nochmal für sich, auch ich, wie auch immer, mache jetzt von meiner Seite aus eine Kontaktsperre. Das gibt mir wieder Kraft zurück, Macht zurück, weil es dann nochmal gefühlt meine Entscheidung ist. Wenn ich sage, für die nächsten 8 Wochen mache ich das Telefon aus oder ich klicke das Profil weg, ich entscheide das jetzt so. Egal, was der andere macht, völlig unabhängig, ich entscheide es trotzdem auch von meiner Seite für mich so. Ganz, ganz wichtig. Zweitens, schreibe auf, verschrifte, lasse los durch Schreiben. Walter Kohl, toller Mensch, der Sohn des Altkanzlers, eigene verrückte Geschichte, immer im Schatten des Vaters gestanden, teilweise auch risikovolles Leben gehabt, ist in die Depression gegangen, spricht sehr offen über seinen Suizidversuch, hat auch tolle Bücher darüber geschrieben und mir auch Rede und Antwort gestanden hier in meinem Buch zur Reihe. Der sagt, schreib Briefe an dich selbst. Ich habe es ausprobiert, ich habe dann 14 Briefe in meinen Computer reingetippt, nichts damit gemacht, nur abgespeichert, aber schon im Aufschreiben mal meine Gedanken geordnet, mal alles rausgelassen, mal alle Formulierungen rausgelassen, mal diesen Schmerz da reingepackt. Und am Schluss, ein Bonustipp von mir, habe ich dann einen Brief an mich selbst verfasst, den ich tatsächlich mit Wünschen versehen habe. Wie möchte ich mich dann in einem Jahr oder 2 Jahren, wenn ich die Sache losgelassen habe, wieder fühlen? Also auch da von mir den Tipp, fühlt euch da mal rein. Wie seht ihr euch da wieder? Wer möchtet ihr sein? Wieder diese Frau, die wieder ihr Lächeln zurück hat oder dieser Mann? Oder möchtet ihr dann auch immer leiden? Schreibt diese positiven Gefühle, was ihr euch wünscht, in so einen Brief rein. Ich habe ihn dann wirklich frankiert, an einen Freund gegeben und das mit der Bitte, schick ihn bitte in 1-2 Jahren an mich in meinem Briefkasten zurück, dass er mich wieder erreicht. Und ich darf verraten, ich war hyperglücklich, weil ganz viel, was da drin steht, war wirklich dann eingetroffen. Ich hatte Dinge verändern können. Und habe ganz viel von dem Schönen dann auch wieder gefühlt. Nächster Tipp. Was ist denn in der Zwischenzeit bei mir passiert? Ich habe mir auf dem Weg dahin tatsächlich auch Hilfe geholt. Also Hilfe ist ganz wichtig, wenn man akut nicht weiter weiß und noch kein Licht am Tunnelende sieht. Das müssen nicht immer professionelle Hilfemöglichkeiten sein, obwohl die fantastisch sind, kann ich empfehlen, wenn ihr da nicht weiterkommt. Es können aber auch einfach Menschen aus eurem Umfeld sein. Ich habe mir dann meinen Beruf zunutze gemacht, bin als Journalistin los und habe Prominente, Nicht-Prominente befragt nach ihren Tipps für Krisen. Wie sind sie da rausgekommen? Habe das dann eben hier auch zusammengefasst für euch zum Nachlesen. Und so eine Hilfe ist unglaublich wichtig. Und der letzte praktische Tipp auch von mir, sucht euch ein Ritual. Ein Ritual, was euch helfen kann, die Person wirklich loszulassen, um die es da geht. Oder diesen Vorfall oder diesen Schmerz, wenn ihr es vielleicht sogar im echten Leben gar nicht konntet. Manchmal kann man sich ja gar nicht richtig verabschieden von einer Sache. Ich habe das dann gemacht mit einem lieben Menschen, von dem ich mich nicht verabschieden konnte. Und habe dann tatsächlich mir ein kleines Geschenk genommen, einen Brief dazu geschrieben, in ein Kistchen reingetan, das Ganze vergraben an einem Lieblingsbaum, von dem ich wusste, dass die Person ihn zu Lebzeiten immer sehr, sehr gerne hatte. Und immer wenn ich da heute dran vorbeispaziere, ja, habe ich da jetzt auch ein gutes Gefühl. Und ich habe das wirklich in einem inneren Ritual gemacht. Als ich das eingegraben habe, habe ich mich richtig verabschiedet. Und allein dieser Vorgang, dieses Ereignis, das stattgefunden hat, dass ich das getan habe, hat mir unterbewusst eine neue Stufe ermöglicht, eine neue Stufe des Abschieds und damit eben auch abzuschließen. Zweite Stufe ist ganz wichtig, der Perspektivwechsel. Mindestens genauso schwer, aber so wichtig, ne, wie das eben auch die Muschel macht. Perspektivwechsel, tja, wie kann das funktionieren? Da muss ich euch wirklich ganz dringend auch empfehlen, hier auf diesem Kanal in Folge 37 eine Folge mit Baba Grafati euch anzuschauen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Mann, ein Bundesliga-Schiedsrichter, lange Zeit gewesen, der dort auch gemobbt wurde, der in Depressionen gekommen ist. Eine sehr harte Welt, die Fußballwelt. Und sehr offen über seinen Suizidversuch gesprochen hat. Ganz unten war, wie er sagt, und sein Leben wirklich komplett ändern konnte. Heute ein gefragter Redner, Coach, wie ausgewechselt, glücklicher, frischgebackener Papa. Fantastischer Mensch mit vielen wertvollen Tipps hier in Folge 37. Er sagt, stell die richtigen Fragen, wenn du ganz unten bist. Und diese richtige Frage, die lautet niemals, warum?
Am besten, du merkst dir das gleich, wenn so ein Warum in deinen Kopf kommt, zu Hause oder irgendwo unterwegs, stampf am besten direkt mit dem Fuß auf, mach's richtig körperlich und streich gedanklich dieses Warum durch. Du musst es ersetzen mit einem Wofür. Wofür kann das jetzt vielleicht doch noch gut sein? Wofür lebe ich in Zukunft? Wie will ich mich in Zukunft fühlen? Übrigens auch die wichtigste Frage Nummer 1 bei einer Entscheidungsfindung für eine gute Entscheidung. Muss ich mich immer zuerst fragen, was will ich erreichen? Welches Ziel strebe ich in Zukunft an? Und so ist es hier auch. Stell die richtigen Fragen. Ich lese dir vielleicht am besten seine genaue Formulierung hier mal durch. Die habe ich hier auch als Impuls in meinem Buch für dich aufgeschrieben. Babaks Tipp: Das Leben öffnet dir immer wieder neue Türen. Du musst nur die richtigen Fragen stellen und dich selbst reflektieren sowie respektieren. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Entscheidungen von damals. Nimm dein Leben wieder in die Hand. Du bist deine eigene beste Lebensversicherung. Nicht die vermeintlich bösen Chefs, Kollegen oder der Job oder das schreckliche Leben sind die Ursache für unseren Stress, sondern wir sind es, die sich selbst verbrennen oder selbst verletzen. Wenn wir diese Verantwortung wirklich für uns spüren, dass wir es sind, die das immer wieder entscheiden können, dann holen wir uns die Macht auch wieder zurück und das Ruder. Und damit sind wir dann schon an der dritten Stufe nach Annahme und Perspektivwechsel. Psychologen würden jetzt hier vielleicht sagen Entwicklungsphase. Ich würde sagen die geduldige Phase, die Phase mit der Geduld. Zum Beispiel überhaupt gerade gar nicht meine Stärke, aber eben die Stärke der Perlmuschel. Ja, einfach der Sache auch dann wirklich Zeit geben. Auch wenn es schon bisher lange gedauert hat, gebt euch auch diese letzte Zeit noch. Bei jedem dauert es anders, je nach Verlust oder nach Schmerz. Und auch da der Tipp hier entweder im Buch oder demnächst auch hier auf dem Kanal. Ein paar Inspirationen von Walter Kohl, den ich erwähnt habe. Heute übrigens erfolgreicher Manager und Berater. Der hat das so wunderbar auch zusammengefasst. Ich glaube, das lese ich gleich auch direkt nochmal vor. Walters Tipp. Es lohnt sich zu entscheiden, kein Treibholz mehr zu sein, aber der Aufbruch aus dem Alten in ein neues Leben ist wie Auswandern. So wie Versöhnung ist es ein Prozess und funktioniert nicht über Nacht. Die kleinen Abstürze und Einbrüche zwischendurch müssen wir aushalten. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist grau. Und grau ist eine gute Farbe. Also insofern genießt auch die graue Zeit oder diese Zeit der Entwicklung, die Zeit, die es eben braucht. Genießt auch die. Ihr wisst, das ist jedes Mal eine Perle, ein Tag eures Lebens. Und wenn man eben sieht, wie schnell das Glas voll wird, dann solltet ihr keinen einzigen Tag verschwenden. Wir brauchen ein bisschen Balance zwischen all den Dingen, die wir tun, und wir brauchen Selbstbestimmung. Und nur diese Selbstbestimmung, dass wir etwas in der Hand haben, kann uns aus einem Loch herausführen, dass wir dann einfach wieder unser Lächeln behalten. Übrigens, wusstest du, dass Kinder 400 Mal am Tag lächeln? Was meinst du, wie oft wir als Erwachsene das schaffen? Im Durchschnitt, wenn wir gut sind, 15 Mal am Tag. Kinder 400, wir nur noch 15. Also auf jeden Fall lohnt es sich, dann wieder für dieses neue Glück zu kämpfen. Und vielleicht probierst du einige Tipps hier aus, damit du dann wieder am Ende in Stufe 4 kommst, nämlich die Reife, die Perle ist fertig und du fühlst dich wieder besser und hast auch diese alte Sache endlich überwunden. Probier es aus mit den Briefen an dich selbst, mit dem Brief, den du auch wirklich dann mal auf Reisen schickst und mit deinen Wünschen an dich selbst auf der Post aufgibst, mit einem Ritual, was du vielleicht für dich findest, mit der Einsicht, dass es nach wie vor Geduld und Zeit braucht. Oder eben auch zunächst mit der Kontaktsperre in der ganz akuten Phase. Das waren die Tipps jetzt für diese 4 Stufen heute, für das endlich Loslassen von Schmerzhaften. Denn du bist die Frau oder du bist der Mann deines Lebens. Und gerade in dieser Zeit wird jetzt auch wieder so klar, wie wertvoll jeder einzelne Tag ist, den wir irgendwie für uns haben, den wir auch in Frieden leben können. Und den sollten wir nicht verschwenden. Ich habe kürzlich in einem Vortrag mit tollen Frauen, Geschäftsfrauen, da haben wir was ganz Hübsches gemacht. Wir haben das Wort glücklich, haben wir ausgeschnitten in Buchstaben auf Pappe und haben das L in der Mitte uns geschnappt, auseinandergeschnitten, ein Ist-Gleichzeichen draus gemacht und dann alles wieder so hingelegt, dass wirklich klar wird, was glücklich sein bedeutet, nämlich Glück ist gleich ich sein. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, denn egal was passiert, du hast genau 3 Optionen in deinem Leben. Ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Haus mit Obergeschoss und Keller. Option Nummer 1 ganz oben, etwas erschaffen in deinem Leben.
im besten Falle nach deinen Wünschen, so wie du dir das vorstellst und ersehnst. Oder aber im mittleren Bereich Stillstand zu erleben, auszuhalten, auszuharren, nichts bewegen zu können. Oder schlimmstenfalls ganz unten im Keller Abhängigkeit zu empfinden. Und das ist etwas, was wir alle nicht wollen. Und insofern drücke ich dir die Daumen für das, was du da jetzt gerade vorhast. Du kannst eben auch alles nachlesen, wenn du nochmal möchtest, hier im Muschelprinzip und dich an die Muschel und die Perle erinnern. Du kannst aber auch weiter hier auf dem Kanal bei unseren Gästen dranbleiben. Diese Folge wird es immer mal regelmäßig geben mit ein paar praktischen Tipps für die Themen, die dich hier auf dem Community-Tab bei mir interessieren. Ich will noch unbedingt sagen, wer jetzt gewonnen hat, das hatte ich ja versprochen, dieses Buch Food Feelings aus Folge 79 von Cornelia Fichtel. Da haben so viele von euch sich gemeldet. Und zwar nicht nur hier über die Kommentarfunktion auf YouTube, sondern eben auf Insta, per Mail, per Facebook. Also ich sage von Herzen Danke. Gewonnen hat, das Los hat entschieden, Familie F. Wir finden uns. Ich melde mich, dann geht dieses Buch in die Post. Viel Spaß beim Lesen. Auch danke an Mädelswerbung und. Ihr habt alle so toll kommentiert. Ich habe jetzt heute nur ein Buch, aber an euch gleich nochmal der Hinweis, nicht traurig sein. Es gibt demnächst hier eine Folge wieder auf diesem Kanal zu einem ähnlich spannenden Thema, nämlich wie du dich mit Ernährung vor Erkrankung schützen kannst. Nicht verpassen, in Kürze. Und dann gibt es auch wieder Bücher zum Verlosen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen guten Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder mit dem nächsten Talk. Nächsten Sonntag, nächste Woche. Und in der Zwischenzeit sage ich danke unbedingt auch für alle Videogrüße, die hier eingehen an den Kanal. Das ist so toll mit euch. Ich freue mich da jedes Mal riesig drüber. Danke, danke, danke. Und bis gleich. Für deine Sendung Live Punk alles, alles Gute. Die Themen und einige Punkte aus diesen Interviews kommen irgendwie immer genau zur richtigen Zeit. Ich bin selber treuer Hörer und freue mich jedes Mal über deine ganz tollen Gäste, die du hast. Dass man selbst gestärkt aus Krisen vorgehen kann, dass man Dinge, die einem vielleicht gerade schwerfallen, bewältigen kann. Und wegen der einfühlsamen und neugierigen Art, mit der Peggy Menschen interviewt. Es ist aus dem Leben. Menschen, von denen ich gedacht habe, die sind bestimmte Karriereleiter ganz leicht nach oben geklettert. Es ist authentisch, spannend, super interessant und vor allen Dingen informativ. Das zu schauen macht einfach unglaublich viel Freude und ja, ist super inspirierend. Diese kurzweilige Art. Und es ist für das Leben. Dass in jeder Krise auch ein Schatz ist, den es eben zu entdecken gilt. Und ich kann mir wirklich bei fast jedem Video irgendetwas mitschreiben, irgendetwas für mein Leben mitnehmen. Es geht mir sehr ans Herz, deine Sendung. Mach weiter so. Und ich bin sehr dankbar. Und ich gehe aus den Interviews mit einem Lächeln im Gesicht und freue mich auf das Nächste. Danke, Peggy. Danke, Live Punk. Schau auch du mal rein. Und bis bald mal wieder.